Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und vielen, vielen Dank für die vielen schönen Bilder, die ihr gepostet habt. Das machen wir heute wieder. Nachher haben wir eine schöne Idee dafür. Und jetzt kommen wir zum Magazin. Heute einen kleinen Einblick in unsere neue Soap, Arbeitsplatz AIDA. Ganz spannendes Thema. Don Clark war an Bord und wir gehen den klitzekleinen Jakobsweg. Viel Spaß! Kommen wir jetzt zur neuen Staffel von unserer Serie The Crew, die wir selber produzieren. Drei neue Kollegen an Bord und wir erleben so ihren Arbeitsalltag. Wir gucken ihnen mal über die Schulter. Und ganz ehrlich, wenn Sie jemanden kennen, der vielleicht auch Interesse hätte, sich das anzugucken, mit uns zu arbeiten, dann sagen Sie es ihnen. Ich ganz ehrlich, hätte ich gewusst vor 30 Jahren, dass es sowas gibt, ich wäre mitgefahren. Viel Spaß! Riesig! Ich bin überfordert, aber wird geil. Und dann könnt ihr mir einfach mal folgen. Ich dachte, es ist unser Crew-Quarter Office. Das sind meine Kollegen zusammen und Jackie. Hi. Welcome on board. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, wo ich bin. Dann suchen wir mal rein. Neues Zuhause. Genau. Das ist mein neues Zuhause. Das ist dein neues Zuhause. Du scheinst oben begraben. Ja, das werde ich überleben. Cool. Oh, schaut mal, was ich hier gekriegt habe von meiner Zimmernachbarin. Ein herzlich willkommen ins Cruise an Bord. Voll goldig. Ja, also kann sie nur sympathisch sein. Süß, gell? Das sind so Sachen, was ich mache, arbeitstechnisch. Sehr gut. Mache ja gerne selber. Okay. Lieblingsbeschäftigung. Trüffelkugeln. Wir sind hier bei Teleshop jetzt und da kriegst du drei verschiedene Uniforms. Hier, ich habe meine Uniform bekommen. Ich freue mich. Jetzt geht's los. Das ist jetzt die erste Abfahrt, die wir so erleben. Und dann direkt so eine Kulisse zu haben und so einen schönen Sonnenuntergang genießen zu dürfen. Besser kann es eigentlich nicht anfangen. Also wir gehen gleich Stand-up paddeln. Keine Ahnung, wie man sagt. Deswegen packen wir jetzt alles ein. Stand-up paddeln. Ja, und dann packen wir jetzt alles ein und dann geht's los. Passt auf jeden Fall, oder? Das ist so das Wasser, was man kennt aus den Fotos. Ich glaube, das wird super. Ich finde mich hier jetzt irgendwo mitten auf dem Meer mit der ganzen Gruppe. Es ist mega cool. Es sind noch ein paar einheimische Kinder. Es ist einfach total schön. 10 von 9. Ich suche jetzt meinen Arbeitsplatz. Und dann geht's los. Feuerzone 5, Deck 3. Nö. Insgesamt arbeiten 221 Mitarbeiter im Küchenbereich. Und davon haben wir 12 Frauen. Das sollten mehr werden. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die Kochtöpfe und Stationen. Und es gibt für alles eigene Stationen. Und es wird sehr drauf geschaut, dass nichts weggeworfen wird. Und alles ist frisch. Gemüse, Obst, also frischer geht's gar nicht. Als Frau in der Küche, das ist nicht so einfach, weil das ist die Männerdomäne schlechthin. Und wenn man da als Frau irgendwie überleben will, man muss schon einstecken können. Weil es Licht ausgemacht? Amy is your new buddy on your own job. And she's coming from Philippines. So I'm Katie. I'm from Germany. I'm a bar friend. Ich versuche jetzt einen Sex on the Beach zu mixen. Sex on the Ship. Ja, mein erster Cocktail. 1, 2, 3. 2, 3. Ja. Oh, ein bisschen rum mit dem Koch. Ich glaube, Übung macht den Meister. Ja. So Leute, das war's jetzt von meinem ersten richtigen Arbeitstag hier. Mir hat's auf jeden Fall super Spaß gemacht und ich fühle mich hier in der Karibik und auf dem Schiff wirklich sehr wohl.
Es würde mich freuen, wenn ihr noch die weiteren Folgen hier anschaut und uns auf Instagram und YouTube weiter verfolgt. Einfach AIDA Careers. Ich genieße jetzt noch die Karibik und wir sehen uns bald. Die ganzen Folgen findet ihr dann auf YouTube, auf Instagram und wir schreiben es hier auch unten drunter. Dann könnt ihr es auf jeden Fall sehen. Viel Spaß damit. Jetzt kommen wir zu Don Clark. Der war wieder an Bord. Ich finde ihn unglaublich lustig. Englischer Humor eben. Und er war in der Primetime. Du kommst aus England. Ich komme aus England. Bist in Deutschland hängen geblieben, kann man fast so sagen. Tatsächlich, richtig schön eng geblieben. 79, also lange hier. Bin gekommen, ich wollte so ein Jahr wollte ich eigentlich. Das war der Plan, ich war 23, hatte keinen Plan. Und dann wurde aus den ein Jahr zwei Jahre, dann wurden drei Jahre. Und dann, ich bin immer noch hier, ja. Aber was war damals dein Beruf? Das finde ich Maurer, ich war Maurer. Maurer. Ja, ja. Man mauert einfach. Ich habe auch ohne Tür und Fenster immer zugemauert, weißt du? Weil ich habe Tür nicht verstanden, ich habe Fenster nicht verstanden. So, Mauer. Dann lernte ich tatsächlich ein bisschen Deutsch. Ja. Und habe auch Mauer gemauert mit Fenster und Türen. Und dann bin ich angekommen. Dann war ich hier, ja. Und dann haben sie gesagt, oh, der kann's doch. Und den behalten wir jetzt. Ich habe gedacht, wenn du jetzt mauern kannst mit Türen und Fenster, kannst du auch Comedy machen. Das habe ich gemerkt. Das liegt auch ganz eng beieinander. Ganz nah. Ja, das ist so nah. Es ist so wirklich so. Weil du hast ja, der Maurer hat so seinen Stein, das ist so die Geschickte, weißt du so? Das ist der Stein. Dann kommt der Mörtel, das ist so der, wie bette ich das ein, dass die Leute das auch verstehen. Und dann ist die Mauer fertig oder die Schicht fertig. Das ist die Pointe. Bam. So ungefähr ist es auch. Wie ist es dazu gekommen, dass du Comedian wurdest? Also, Das wusste ich erst später, aber ich fand es immer schön. Comedy ist für mich ein Weg, was die Leute ein bisschen besser geht. Mir ist ganz wichtig, dass es den Menschen gut geht. Das habe ich im Nachhinein gemerkt, dass ich bin zu Comedy gekommen, weil ich will, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich liebe das, Leute zum Lachen zu bringen. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt verschiedene Kategorien hier auf dem Schiff, das wissen wir auch. Ich bin unten in der Ghetto. Wo seid ihr? Das ist die Ghetto. Bam. Ghetto, ich bin ganz unten in der Ghetto und ich habe noch einen Balkon auch noch. Unter Wasser, aber schön. So wie zu Hause auch. Nee, also es gibt eine Kategorie, den habe ich noch nicht verstanden. Das sind Menschen, die sind immer knallrot, riechen nach Holz, haben eine Bademantel an und sind immer im Fahrstuhl. Ich weiß nicht, wo die wohnen. Die sind immer im Fahrstuhl und fahren immer hoch und runter. Und die haben immer Latschen an und riechen sehr gut. Aber ich weiß nicht, wo die schlafen. Das sind... Ich kenne diese Kategorie nicht. Ich muss ja unbedingt wissen, ich will da auch hin. Ich liebe Imbissessen. Ich liebe Imbissessen, Leute. Es ist so lecker, oder? Das sieht so lecker aus, das riecht so gut und das schmeckt so gut. Und warum? Weil das nicht gesund ist, das dürfen wir gar nicht essen. Außer natürlich, wir sind besoffen, da können wir machen, was wir wollen. Deshalb trinken wir, warum denn sonst? Dann sitzt man zu Hause, 5 Bier, wo bist du in, Imbiss? Und die hatten selbstgemachte Frikadelle, Leute. Selbstgemachte Frikadelle mit scharfem Senf, das gibt nichts Besseres, oder? Gibt es nicht. Habe ich auch gedacht. Habe ich probiert. Raufaser mit scharfem Senf schmeckt genauso gut. Leute, es liegt am Senf. Es liegt allein am Senf. Die Augen tränen, die Nase läuft und du schwitzt wie Sau. Und Oma sagt, und wie schmeckt meine Bulette? Und du sagst, nach Senf. Senf ist lecker. Styropor mit scharfem Senf schmeckt besser als Puter. Puter schmeckt nach gar nichts. Puter hat null Geschmack, null. Puter aus in der Pfanne mit Knoblauch und Öl. Wonach schmeckt das? Knoblauch und Öl, der hat keinen Geschmack. Was viele Leute nicht wissen, Puter hat nichts mit Fleisch zu tun, gar nichts. Puter, wirklich, Puter ist vegetarisch. Das wissen viele nicht. Puter ist tatsächlich vegetarisch. Puter ist ein Gemüse, der laufen kann. Das wissen viele nicht. Habt ihr was gelernt heute? Und jetzt kommen wir zum Ausflugsfilm. Unsere Gäste sind den kleinen Jakobsweg gegangen, 4,9 Kilometer, mal so zum Reinschnuppern. Aus Solidarität drehen wir jetzt hier auf dem klitzekleinen Jakobsweg, nämlich 30 Meter, extra für euch. Und jetzt komme ich zur Aktion. Postet doch mal hier unten eure schönsten Ausflugsbilder. Darauf freue ich mich jetzt richtig. Viel Spaß! Wir sind jetzt auf dem Jakobsweg. Hier ist das Zeichen des Jakobsweges mit dem Pfeil. Wir sind hier in der Provinz Galizien und sind auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Und wir sind schon sehr gespannt, was uns da unterwegs erwartet.
Das ist richtig schön hier. Wunderbar. Erster Blick von unserer schönen Kathedrale von Santiago de Compostela. Das ist einfach unser Ziel, das Ziel des Jakobsweges. Und viel Spaß in meinem Geburtsort Santiago de Compostela. Wir laufen nach Santiago und der Ausflug gefällt mir, aber es ist sehr anstrengend, berghoch und runter zu laufen. Hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Toll, tolle Gerüche, muss ich sagen, durch den Wald zu laufen, habe ich mir so nicht vorgestellt, war wirklich schön. Wir haben alles so geschafft, ich gratuliere Ihnen. Meine Damen, meine Herren, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr auch richtige Vielfalt erleben wollt, von Gastkünstlern über tolle Häfen bis hin zu kleinen Wanderungen, alles kein Problem. Wenn ihr mehr wissen wollt, www.aida.de oder ihr geht ins nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Die nächsten Häfen sind La Spezia und Marseille. Noch ein Halt in Barcelona und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Palma de Mallorca. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder mit der schönsten Musik, diesmal von den Kollegen von Aida Sol. Und nicht vergessen, hier unten drunter eure schönsten Ausflugsbilder posten. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. Just when I thought our chance had passed, you go and say